Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Sekiro Shadows Die Twice. Nachdem wir letztes Mal einen unfassbaren Kampf hatten gegen zwei, in Talent 2 und einer davon untot, Affen, haben wir dieses Mal das Vergnügen, etwas Story am Anfang zu haben. Und ja, wir fangen erstmal damit an, da können wir nämlich ein bisschen lauschen. Okay, anscheinend bereiten die da irgendein Experiment vor mit unserem guten alten Freund, dem krassen Samurai. Ich möchte natürlich gerne wissen, was da drinnen vor sich geht. Also, wie wäre es, wenn wir einfach mal einen Blick hineinwerfen? Oh lol. What's that? What are you? Hallo? Müsste ich dich kennen? Bist du irgendwie krass? Hä? Ich weiß auch... Au, Alter, du tust weh. Ich weiß auf jeden Fall, dass du vorher nicht da warst. Dass du eine fucking Illusion bist. Weiß ich auch. Alter, du teilst aber aus, Kollege. Aber ich auch. Also von daher... Überhaupt kein Thema. Alter, was war... Hä? Der Freak? Warum? Okay. I don't honestly understand. I don't know, man. Hey, Buddy! Warum stehst du hier so ganz allein? Ich dachte, du wolltest experimentieren. With this, perfekter Brief des Chirurgen. Eine zerrissene, blutverschmierte Notiz von Dosaku, dem Chirurgen im verlassenen Verlies. Am Grunde des Teiches im Dorf Mibu findest du einen Sakura-Karpfen. Du erkennst ihn an seinen roten Augen, die angeblich nie verrotten. Ich brauche diese roten Augen. Dosaku. Okay, aber wie soll ich denn runterkommen zum Boden des Sees? Ich kann doch nur Surfer einsetzen, aber nicht Taucher. Oder vielleicht doch? Okay, sagen wir mal so, im Moment kann ich noch nicht tauchen, aber nee, ich sag mal, wir kommen da auf jeden Fall hin. Wir sind straight auf dem Weg und tauchen ist eine Fähigkeit. Holy shit, die werden wir noch an einigen Orten gebrauchen. Ihr habt ja gesehen, wie viel Wasser es hier in diesem Spiel gibt und fast in jedem Wasser ist was zu finden, wenn man taucht. Und jetzt kommen wir in ein Gebiet, was absolut cancerous ist. Es ist nicht schwer, es ist Cancer. Einfach nur Cancer. I hate it with all my... Freaking might. I hate it so much. I can't even comprehend. Das hier sind alles fucking Illusionen, die mich hier fertig machen. Was soll das denn? Okay, ich brauche eindeutig. Ja, stirb. It's not even worth it. Ich brauche Knallsamen. Wenn ich Knallsamen habe, dann ist das hier kein Problem. Die haben mich ein bisschen überrascht gerade. Ich wusste gar nicht, dass die mir da waren. Ich dachte, ich wir brauchen Knallsamen. Dafür haben wir ja genug und wir brauchen die ja nicht mehr für den Boss. Also brauchen wir die hierfür. Knallsamen. Da sind sie doch schon. Göttliche Hilfe! Ja, komme mir zu Hilfe, göttliche Hilfe. Warum starten wir eigentlich hier? Es gibt doch eine Buddha-Statue, die wesentlich näher ist. Aber an der habe ich gerade nicht gerastet. Also starten wir hier. Makes sense, I guess. Ja, wir müssen jetzt gegen einige kleine Phantome antreten. Oder auch nicht. Wir können sie auch umgehen, was die schlauere Art wäre. Die erstmal zu umgehen. Erstmal hier rasten. Mal schön hier relaxen. Taking it easy, Alter. So, und dann hier hoch. Hoppity hoppity. So, und dann werden wir mal sehen, dass wir die Phantome hier, beziehungsweise die Illusionen, mal wegschaffen. Also das geht ja gar nicht hier. Zack. Tschüss, Mister. Hallo. Können Sie mal bitte... Okay, dann halt nicht. Entschuldigung. Dann eben nicht.
nicht. Ich möchte mich ja nur mal hier kurz hinsetzen und ausruhen. Darf ich das vielleicht? Ja, ist das vielleicht... Ist das vielleicht genehm? Alter. Kannst du mal... Alter, du bist eine fucking Illusion. Willst du mich pranken, Junge? Ich habe eure Originale schon vor 100 Jahren fertig gemacht. Da werdet ihr doch wohl kein Problem sein. Aua, das hat mir getan. Das war ja unangenehm. Ich werde doch nicht gegen dreckige Illusionen verlieren, wenn ich die Originale schon fertig gemacht habe. Fuck. Okay, ich habe verloren. Alter, ich habe gegen zwei riesige untote Affen. Okay, einer davon war untot. Beim letzten Mal gewonnen und verliere gegen Illusionen von so Spackos, die fliegen können. Okay, ich bin zum Glück hier. Da muss ich nicht weiter aufregen. Holy shit. Das war ja gerade ein bisschen unangenehm. Egal, wir wollen jetzt hier weiter. Wir wollen auf gar keinen Fall hier runter, weil das sind noch mehr Illusionen und das ist mega bad. Wir wollen einfach hier erstmal solide weiter. Wir müssen gegen ein paar Illusionen kämpfen. Das möchte ich nicht abstreiten. Aber die meisten... Ach ja, hier sind übrigens auch wilde Truthähne, die, die sind halt da, Leute. Die sind halt da. Und ja, gegen diese Illusionen, die hier kämpfen, kommen zu kämpfen, ist halt... It's not worth it. It's not even worth it. Hast du was zu sagen? Ja, ich? Name? もし見仏の道を知る者ならば仏敵を打ってはくれまいか。仏敵だと。そうじゃ。あれはこの先の廃寺にこもり。 Das aber nicht nett. Genau da müssen wir durch. Da müssen wir jetzt auch hin. Genau. Denn es gibt hier jemanden, der macht Illusionen und der hält sich für ganz lustig. Ist aber nicht. Die. Chicken. Chicken Little. Und wir müssen erstmal zu dem und ihm sagen, yo Bruder, deine Illusionen sind halt mega crap. Damit wir hier vernünftig durchkommen, weil ansonsten müssten wir hier gegen so viele Illusionen kämpfen, wie zum Beispiel den Kollegen hier. Und die ignorieren uns garantiert nicht alle. Und ein paar sind halt auch ein bisschen strong. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen die alle ignorieren bis jetzt. Hallo, moin. Ja, wir wollen nicht ignorieren. Wir wollen hier hoch. Zum Glück kenne ich den Weg. Beim ersten Mal, wo ich lang gegangen bin, dachte ich mir, what the fuck? How did I get here? What should I do? I don't know. Ja. Diesmal kenne ich aber den Weg grob. Also, vielleicht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Okay. Irgendwo muss ich hoch. Hier gibt es übrigens auch noch einen Illusions... irgendeinen krassen Illusionsgegner, soweit ich weiß. Irgendeinen Illusionsboss. Okay, hier müssen wir lang. Ja, genau. Hier müssen wir lang. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Es gibt das hier. Ja. Okay. Erstmal schalten wir die Affen aus. Because Affen are lame. Und dann gibt es hier doch diesen Jizo-Typen. Zack, erledigt. Da möchte ich gerne, dass er deaggroht wird. Damit wir ihn von hinten einmal finden. Was? Ja. Zack, boom, du alter Gierschlund. Friss Öl, mein Freund. Friss Öl und burn in der Hölle, Junge. Weil du nicht kannst. Itchy, Munchy, Double Mino, Alter. Es ist nicht, Alter. Es ist vorbei. Es ist vorbei mit der Übeltäterei hier. Zack. Denkst du, damit kannst du was reißen, Bruder? Denkst du, damit kannst du was reißen? Hilfe, damit kannst du auf jeden Fall was reißen. Burn, mein Freund. Burn. Und die. Easy peasy, sag ich.
Solide, unkultivierter Sake. Lecker. Gebetsperle. Lecker. Das ist jetzt meine vierte, ne? Damit kann ich... Oh, lecker Kühlchen. Damit kann ich Dings erhöhen. Mein crazy Angriff. Vor einer Handflasche. Geil, danke dafür auf jeden Fall. Ja, gegen den Trinker ist immer Öl ganz gut, weil der super lame ist. Also das ist echt... Das ist eigentlich so ein guter Anfängerboss, gegen den man als Anfänger gut antreten kann, weil der ist halt super langsam. Der ist halt legit langsam. Die Frage ist jetzt, wo komme ich hin, wenn ich das hier benutze? Wahrscheinlich nur wieder zurück, ne? Ja, wahrscheinlich. Egal. Okay, das wollen wir nicht benutzen. Wir wollen hier das benutzen. Ah, Hilfe! Ich sterbe. Nichts. Aha, Troll. Wir wollen nämlich immer höher hinaus. Wir wollen der allerbeste sein, wie keiner vor uns war. Ganz allein stelle ich sie mir. Denn ich kenne die Gefahr. So, und jetzt sind wir auf dem richtigen Pfad. Hier müssen wir drauf. Da müssen wir hin. Da ist noch, da ist eine Leiche. Die können wir, glaube ich, nicht abschneiden. So wie in Dark Souls ganz oft, denn wir haben ja keinen Bogen. Ja. Und hier unten ist, glaube ich, noch irgendein krasser Dude ist hier nach unten. Ich weiß nicht, ob es ein Illusionsdude ist. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob man von dem nur was kriegt, wenn man ihn als Illusion besiegt. Keine Ahnung. We will see. We cross the bridge when we come to it. Sagt man ja immer, ne? So. Und hier ist natürlich sehr ätzende Musik und die mag ich nicht. Genau, da ist irgendwo ein... Ah, guck mal, da oben ist ein Loch. Genau. Okay, hier ist kein Item. So, schleichen wir mal. Und da ist irgendwer, der Musik macht. Das Vieh macht Musik. Und das finde ich natürlich, also, super. Musik ist immer geil. Aber wenn du damit die Dorfbewohner zum Narren hältst, finde ich das natürlich nicht so gut, ne? Also ganz ehrlich, das ist natürlich nicht so cool. Deswegen, die, Mofo! Nebeladliger. Burn, Mofo! Ja, da kann nix. Grabwachs, Klumpen, ein klumpenfertiges Wachs, aus dem Inneren des Körpers des Space Schwarz geworden ist, wird für fortgeschrittene okkulte Prothesenmodulverbesserungen verwendet. Ein langwieriges Erkranken lässt den Klumpen wachsen und schwärzer werden. Es ist üblich, Wasser über die Stelle eines extrahierten Wuchs zu laufen zu lassen. Okay. Der Nebel ist gelichtet. Bedeutet im Prinzip, die Illusionen sind weg und wir können hier frei rumlaufen. Und wir können vor allen Dingen hier lang, also weiter. Wir können jetzt frei rumlaufen und uns alle Items in dem Dorf schnappen. Und das ist gut. Mach ich das mal? Ich will euch mal das Dorf zeigen. Ja, wäre langweilig, wenn ich einfach so rumlaufe. Ihr habt ja das Dorf gar nicht gesehen. Zumindest nicht in echt, sondern nur im Nebel. Denn hier gibt's nämlich ganz viele geile Sachen, wie zum Beispiel schwere Geldbeutel. Wenn man hier einfach nur vorbeilaufen würde, wäre das mega bad, weil dann würde man so viel cooles Zeug verpassen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Gegner da ist oder ob der wirklich nur als Illusion da war. Weil ich glaube, das war ein krasser Gegner, auf jeden Fall einer, mit dem ich Probleme hatte, wenn ich mich recht erinnere. War der hier unten? Ja. Okay, es war wirklich nur eine Illusion. Ich weiß gar nicht, was das war, ob das ein Affe war oder sowas oder ein krasser Samurai. Aber auf jeden Fall war das ein Gegner, mit dem ich Probleme hatte. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe keinen Plan, oder? Ich habe so keinen Plan. So geht's hier eigentlich weiter, oder? Hier sieht's auch aus, als... Ach nee, hier kam ich her. Genau, hier bin ich. Oder auch nicht. Hä? Okay, ich bin verwirrt, Leute. Ich bin mega verwirrt. Akato ist verwirrt. Er hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Nein, zum Glück nicht. Ich weiß nicht, wo ich... Ah ja, doch. Das ist das Dorf, wo wir hin müssen. Hier geht's. Holy shit! Ey, ihr seid Illusionen! Ihr seid nur Illusionen! Ihr seid nur Illusionen! Okay, das Problem ist halt. Ich weiß gar nicht mehr. Alter, lol! Kollege! Mal ganz ruhig hier! Alter! Diese Illusionen machen mich halt lang! What the fuck, mate? Itchy Monji, sorgt für eure Zerstörung! Bruder!
Okay. Keine Gnade, Junge! Trinken. Alter. Lass mir mal... Wenn ich die beiden abgeblockt habe, dann kommen noch zwei. So, ich muss da mal draufhauen hier. Ichi Manji! Doppel! Okay, das bringt leider bei Gegnern, die ausweichen, nicht so viel. Boah, lol. Das nenne ich Glück. Hä? Okay, der hat andere Gegner attracted. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt, aber ist okay. Warum werde ich von denen einfach so niedergemacht? Ich verstehe das gar nicht. Warum die mich so krass erledigen? Das ist halt echt heftig, Leute. Das ist halt echt, echt nicht cool so. Ah, hier unten geht es definitiv weiter. Das ist definitiv der Weg, an dem es weitergeht. Aber hier will ich gar nicht lang, ehrlich gesagt. Ist auch mega gefährlich, weil da unten wartet ein Typ, der ist super strong. Das wäre dumm, gegen den anzutreten. So, deswegen will ich mich erstmal hier hinsetzen. Und dann teleportieren wir uns ins... Jesus, bitte nicht, Alter. Dann teleportieren wir uns in den verborgenen Wald zurück. Denn wir wollen ja hier noch ein paar Items upgrabbeln, Leute. Mal ein paar Items upgrabbeln. Und als nächstes geht's dann ins Dorf. Das ist auch nochmal eine sehr interessante Location auf jeden Fall, das Dorf. Denn in dem Dorf geht's nicht mit rechten Dingen zu. Da sind, na genau, da hinten waren ja auch Illusionen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So. Ja, jetzt können wir hier runter. Also die Hühnchen sind natürlich noch da, ne? Das ist, au, okay. Ich habe mich, wow, das war ein tiefer Fall. Ich bin nicht verletzt. Die Hühner sind noch da. Die waren ja keine Illusionen, die waren real. Das waren OG-Hühnchen. Ist da, oh ne, das sind so Pilze. Ich dachte, da wären Gegner, aber nein. Das sind, oh, du bist das. Jetzt weiß ich wieder, was für ein Gegner das war. Das war der Kollege, der Headless. Oh shit, Leute. Wir kämpfen jetzt gegen unseren ersten Headless. Holy moly, wünsch mir Glück. Die Typen sind, ich will nicht sagen gefährlich, aber die sind auf jeden Fall ungemütlich. Gegen die zu kämpfen macht auf jeden Fall nicht so viel Spaß. Hm, okay. Wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Wir brauchen auf jeden Fall Beruhigungsmittel. Und Konfetti. Ja. Und dann, ja, tryen wir unser Best. Wir müssen den auf jeden Fall schlagen. Denn dann... Oh, Hilfe! Ja, okay, das war's. I'm down. Einfach mal das Rückgrat rausgerissen. Ist natürlich nicht so nett. Trinken. Ja, man muss halt aufpassen, dass der nicht hinter einen kommt. Zum Beispiel jetzt. Gut, dass er das gerade nicht geschafft hat. Fuck, Grauen. Ach ja, da war ja noch was. Wenn man wiederbelebt wird, hat man das Beruhigungsmittel verloren. Damn, son. Das war nicht gut. Aber ich bin noch nicht fertig. I'm not done with you yet, boy. Not yet. Back. Oh. Ah. Oh. Instant kill. Au. Dann wieder aufladen. Nein, weg. Ach, warum komme ich denn nicht weg? Ach, das ist doch dumm. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Hilfe. Kampf gegen die ist halt echt kein Zuckerschlecken. Oh, Alter. Die Angriffe von denen wirken mega langsam. Sind sie aber nicht. Zumindest nicht wirklich. Und das ist halt ein Problem. Ah, ich hasse es.